Ja, moin zusammen. Ja, wir sind in einer anderen Werkstatt bei der Mercedes, die Klimaanlage auffüllen. Überprüft haben wir sie schon, aber bei Stefan ist keine Zeit, deswegen ist es eine andere Werkstatt. Das hier ist übrigens auch ein Land Rover. Ein seltenes Ding. Noch weitere interessante Fahrzeuge. Corsa Speedster. Schickes Teil. Ne, ich meine den hier. Opel Olympia. Gab es in Russland auch als Moskvich. Ja, so fingen die an. Reparationszahlung war das Automobilwerk für den Olympia. Ja. So kommt man zu einem Opel in Russland. Schönes Ding. Ja, moin zusammen. So, nachdem der Mercedes jetzt da drüben steht und morgen abgeholt wird, haben wir jetzt hier folgende Aufgabe vor uns: technische Bestandsaufnahme. Ja. Ich meine, ich weiß, dass das Ding läuft, klar. Er fährt auch, weiß ich auch. Aber ein Geländewagen ist ja mit ein bisschen mehr Technik ausgestattet. So, das erste, was wir gucken. Überbuckungskabel liegt schon drauf. Ich befürchte nämlich, dass das Ding überhaupt nicht anspringen wird. Die Batterie ist scheintot. So, was haben wir hier? Das Öl auf Minimum. Viel Pflege hat er nicht gekriegt. Haut aber auch keinen blauen Rauch raus. Also, ne? Kühlmittel voll. Passt. Automatikgetriebe. Geht noch, könnte aber schnell, könnte aber in Kürze wieder. Wenig Anhängerbetrieb, sage ich dazu. Ja, ich habe ja vor kurzem das Getriebe komplett leer gehabt und neu aufgefüllt. Das sieht jetzt schon wieder schlimmer aus als das jetzt hier. Also der hier hat wenig Anhängerbetrieb gehabt. Ja, ich kann mal gucken, ob er anspringt. Glaube aber nicht. Glaube eher, da kommt noch ein müdes Bläh. So. Keine Vorglühleuchte. Das Relais ist also auch kaputt. Ne, da kommt nichts. Ne, kein Vorglührelais. Ist ein 95er. Ne? Ja, der hat also gar keine Elektronik drin. Außer der Elektronik, die für den deutschen Markt hier reinimplantiert wurde. Die fliegt aber auch ganz schnell raus, weil nicht Gegenstand der Betriebserlaubnis. Wir sehen hier ein AGR-Ventil. Und auf der anderen Seite sehen wir an der Pumpe einen entsprechenden Potentiometer und dafür gibt es ein Steuergerät und das fliegt raus. Beides. Und wie gesagt, die Abgaswerte werden besser ohne den Kram. Das ist irgendein weiß der Teufel Alibi oder sowas in der Richtung. Und es ist, wie gesagt, nicht Gegenstand der Betriebserlaubnis. Ich verstehe es auch nicht, warum es da drin ist. Naja, irgendjemand meinte das da gut. Oder ist vielleicht für den Festlandmarkt oder der Geier weiß. So, ich hole jetzt mal was zum Überbrücken und dann geht's weiter. Boah, ich denke, die Batterie sollte reichen, um ihn zu starten. Wie gesagt, vorglühen braucht das Ding sowieso nicht. Er ist ein TDI. Wenn es nicht minus 6 Grad ist, funktioniert das auch so. Sehe da. Sofort da. So, Öldruck wäre schön. Ja. Der Auspuff ist auch komplett im Eimer. Ja. Wollen wir gleich mal sehen, was er noch kann. Es geht also um Folgendes. Auf N. Oh Gott.
Tja. Ja, und da ist zum Beispiel der erste Haken, Differentialsperre geht nicht rein. Beziehungsweise ich komme die Kulisse nicht rein. Hier ist für hohe Geschwindigkeiten, Low, Untersetzung, man schweren Hänger zum Beispiel anzieht. Und auf dieser Ebene, ich müsste jetzt praktisch hier rüber, ist der Diff-Lock, einmal in High und einmal in Low. Ja, und da will er nicht hin. Werden wir gleich mal sehen. Der Motor war mal raus, habe ich gesehen. Ja. Und mal schauen, was wir gleich hinkriegen. So, mit ein bisschen Gewalt habe ich ihn jetzt darüber geprügelt. Das bedeutet, die Untersetzung war nie drin. Also so wirklich, so richtig nie. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt das Zeichen der Differentialsperre. Jetzt D einschalten, gibt es einen ordentlichen Ruck. Ja, das ist maximale Kraft. Differentialsperre ist drin und die Untersetzung. Fenster. Mal gucken, ob die alle gehen. Ja. Habe ich nicht geguckt, ist auch nicht wichtig. Aber ist ja schon ganz schön, wenn man sich reparieren muss, ne? Ich habe so viele von den Dingern da. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen, ne? So, was geht als nächstes? Spiegel. Funktionieren. Könnte mal ein bisschen Fett dran, aber alle Richtungen gehen sauber rein. Das ist gut. Lüftung geht gerne mal nicht, weil der Widerstand, den ist eigentlich bei vielen Autos ein Problem. Der Vorwiderstand der Lüftung. Ja. Handbremse, auch so ein Ding bei dem. Oh ja. Klar, die Untersetzung, ne, das ist eine Trommelbremse auf der Kardanwelle. Der Untersetzung hat das Ding natürlich nichts entgegenzusetzen, aber ja, das funktioniert. Schiebedächer gucke ich mir später an. Die Kurbeln sind abgebaut. Wahrscheinlich undicht gewesen. Das bedeutet aber nicht, dass die Schiebedächer undicht sind, weil so ein Schiebedach ist nie dicht. Die Abläufe werden verstopft sein. Das ist das Problem. Ja. Das ist großes Problem. So, ABS wird wahrscheinlich gleich ausgehen. Das Airbag liegt nicht. Die sind eigentlich immer an, die Scheißdinger. Das ist deswegen lieber ohne Airbags oder nur mit dem Fahrer-Airbag. Das geht, das ist dann immer die Wickelfeder, die hier drin sitzt. Immer. Der auf der anderen Seite, keine Ahnung, der hat auch keine Sitzbelegungserkennung. Sowas hat er nicht. Er hat auch an den Gurtschlössern keine Gurtstraffer oder sowas in der Richtung. Hat er nicht. So, was haben wir hier? Geht. Ausnahmsweise, mal, ich bin begeistert. Hinten? Nein. Geht auch nie. Ich baue die Wischer mal ab. Das ist Quark. So, mal gucken. Kraft hat er ordentlich. Der Motor hört sich sehr gesund an. Das Fenster runter. Wie gesagt, das ist Untersetzung. Automatik ist auf dem ersten Gang. Die Reifen sind jetzt nicht so unfassbar berühmt, aber so, jetzt sehen wir hier den Absatz zu unserer Auffahrt. Leerlauf. Ja, das ist schon mal so schräg. Ne? Macht er ohne zu murren, ohne zu knacken. Also das Allradsystem scheint vollkommen in Ordnung zu sein. Wie gesagt, Auspuff klappert, aber das soll mir ehrlich gesagt völlig Pup sein. Schick. Ja, dann wollen wir gleich mal die Differentialsperre rausnehmen und eine kleine Probefahrt machen.
sehr gut gesehen hat. Allradsystem, Verschränkung, alles kein Thema. Auspuff hängt natürlich durch, klar. Ja. Motor, kein Thema, keine Probleme. Kompletter Durchzug, alles da, obwohl er vernachlässigt wurde, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Was auch sehr gut ist, das Getriebe, das Automatikgetriebe schaltet total sanft. Ja, Bremsen, top. Ja. Jetzt, wo ich das ein bisschen gelöst habe mit dem Differentialschalter, also mit der Untersetzung, lässt er sich auch sehr gut einlegen und wieder rausnehmen. Ein Miezekätzchen. Hallo. Ja. Ich möchte auch mal im Film auftauchen. Nicht immer nur der Keks. Ja, technisch gesehen eine Offenbarung. Das Geklapper und Geknake kommt von dem Auspuff. Das Allradsystem hat schon spezifisches Knacken und Knarzen. Das unterscheidet man ganz gut. Ja, also technisch ist er super. ABS funktioniert sogar. Bremsen funktionieren. Einwandfrei. Ja, ABS, wie gesagt, das soll unser Winterauto werden. ABS ist da schon mal gar nicht so schlecht. Die Räder allerdings werden wir nicht weiterfahren. Cross-Kontakt stimmt, ja, auch. Also so wie die, aber in 245, 70, 16. Das sind 235er. Na gut, die können wir erstmal auffahren, klar. Ne? Aber ich habe auf dem anderen, der hinten liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich noch Conti Cross-Kontakt. Die hat so einen sehr guten Zustand auf Alufelgen. ABS im Winter ist natürlich was Schönes. Ja. Airbag, der Teufel weiß, was das ist. Es gibt im Umkreis von 100 Kilometern genau einen, der es auslesen kann. Das werde ich wohl mal machen müssen. Ja. Heizung. Normalerweise so gut wie nicht existent bei dem Auto. Oh, die geht sogar. Ich bin begeistert. Ja, die Wärmetauscher setzen sich irgendwann zu. Die sitzen hier unter dem Armaturenbrett. Und sind dann gerne wirklich komplett dicht. Und da kommt da gar nichts mehr. Da ist ein Lagerfeuer auf dem Fußboden anzünden effektiver. Ja, weil Winterauto bleibt ja auch der Teppich drin. Bei uns ist ja kein Teppich drin. Wegen Unterwasserfahrten und so weiter. Dass es auch wieder abtrocknen und ablaufen kann vor allen Dingen. Hier sind allerdings so dusselige Gummimatten drunter. Ich muss mir das angucken, wie der Boden aussieht. Die A-Säule sieht recht gut aus. Wenn ihr mein Video kennt, wie ich meinen blauen geschweißt habe, dann wisst ihr, dass das hier Neuzustand ist quasi. A, B und C Säulen sind hier top. Ja. Einzige Status Zahnriemen ist unbekannt. Zu Deutsch, hier muss ein neuer Zahnriemen rein. Armaturenbrett ist komplett in den Fritten. Hier. Hat sich hochgewölbt, ist zu heiß geworden. Jetzt springt er eigentlich bestimmt auch wieder an. Ja, schön. Motor, Leute, hört sich traumhaft an. Nee, keine Einwände. Ja, das wird unser Winterauto. Keine Klimaanlage. Ja. Wozu auch? Ist auch so kalt genug im Winter. Nee, ich denke, mit dem haben wir einen sehr guten Griff gemacht. Was die ganzen Karosserieteile angeht, das ist alles schraubbar. Ja? Beziehungsweise schraubbar und nietbar. So, wir haben ja jetzt hier das Problem an diesem Seitenteil. So, hier sind jetzt zum Beispiel ein paar Aluschweißpunkte. Hier ist wieder Alufraß. Und hier trifft das Ganze wieder auf Stahl. Ne? Aber das ist wirklich nichts. Ne? Normalerweise ist hier nichts mehr. Der ist sehr gut, der Wagen. So, hier sind Schweißpunkte. In dieser Sicke. Hier oben ist Karosseriedichtmasse. Und hier
Das geht hier rum, das Teil, deswegen wegen dem Schaden da unten, ne? Das geht hier rum, das Teil, und ist hier verschraubt. So, und dann kann man das ganze Teil abnehmen und man hat es in der Hand. So. Es ist also total einfach zu reparieren. So, und hier kommt ein Bett rein. Beziehungsweise die Ladefläche unten bleibt so. Wird ein besseres Holz. Okay, zugegeben, besseres Holz. Das Bett kommt auf die Fensterlinie. Und darunter gibt es einen Schwerlastauszug von Mitte Radlauf. Und von den Türen aus kann man dann Kühlbox etc. Bedienen. Der Wagen hat eine Zuladung von 800 Kilo im Serienzustand. Man kann den allerdings auch noch auf 3,5 Tonnen auflasten. Ne? Deswegen mache ich mir keine Sorgen um diese Schäden hier an der Seite. Weil ich muss nicht mal lackieren. Ich habe da vorne einen grünen stehen. Exakt in der Farbe, wo die Stahlkarosserie unrettbar im Eimer ist. Ne? Die Stahlkarosserie ist unrettbar im Eimer. Aber die ganzen Anbauteile sind wie neu. Inklusive Haube etc., Kotflügel, alles in Ordnung. Ja. Also ich kann dieses ganze Auto da drüben nochmal neu bauen. Mit diesem hier. Und wir haben hinten noch einen grünen stehen. Ein Dreitürer. Zu Deutsch, wir haben alles da. Mehrfach. Und deswegen kann ich mir das erlauben, solche Autos zu kaufen. Ja? Deswegen, die Tür hier habe ich da. In wunderschön sozusagen. Also kann ich diesen Wagen restaurieren. Als Winterauto werde ich den auch nicht so wahnsinnig höher, breiter und so weiter. Das mache ich mit dem nicht. Ein bisschen höher kommt er. Der kriegt einen, wie heißt es nochmal gleich? Ein Terrafirma Fahrwerk. Das habe ich noch hier. Und halt diese 245 70 16er. Sind auch Schwerlastfedern für hinten, dass er nicht so absenkt beim Hänger ziehen. Ja. Was die Zuglast angeht, es gibt für dieses Auto als Zubehör, der hat jetzt keine Klimaanlage, das ist ja praktisch. Genau an der Stelle kommt nämlich dann ein Kompressor hin, ein Zweikreis-Bremssystem. Die Zulassung als Zugmaschine für diesen Wagen beinhaltet eine Zugkraft von 6 Tonnen. Er darf also 6 Tonnen ziehen mit einer Luftdruckbremse. Kann er auch, macht ihm nichts aus. Der Motor ist kräftig genug. Der kriegt das auch wieder gebremst. Das ist alles kein Thema. 6 Tonnen. Ist gerade, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen, oder ich glaube, der ist nicht mehr drin, waren Discovery 1, erste Serie V8. Der hat 6,5 Tonnen eingetragen gehabt als Zugmaschine. Ja. Ich muss ja nicht 6,5 Tonnen durch die Gegend schleppen. Muss ich ja nicht. Ja, unser Trailer ist ein 2,7 Tonner. Aber die Reserve macht's. Ne? Das Auto ist nicht so anfällig. Wir haben mit einem ML gezogen. Das Ding war auf 1000 Kilometer, war es 3 Tage kaputt. Ja. Was wirklich ein zähes Zugfahrzeug ist, Opel Frontera. Der hat unseren blauen... Das war südlich von Frankfurt, wo wir den abgeholt haben. Durch die Kasseler Berge, der ist nicht einmal unter 80 km/h gegangen, der hat so durchgezogen. Also Frontera ist ein fantastisches Auto. Dieser 2,2 Liter allerdings mit 115, nicht mit 120 PS. Mit 120 PS, elektrisches AGR, da hat es Opel wieder versaut. Ja. Okay. Dann komme ich jetzt mal zum Ende für heute. Wir hören uns morgen wieder. Ja, wie man sieht, regnet sich das jetzt richtig schön ein. Ja, wir haben schon abends. Gleich geht es mit dem Video weiter. Aber ich habe noch einen, noch ein Zwischenvideo da drin. Und da muss ich jetzt was zu sagen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich eine Tonspur einfügen soll. Sorry, aber das ist nicht meine Baustelle. So, die gute Lea hat mich angerufen, beziehungsweise eine WhatsApp geschickt. Die kennt ihr aus meinem Kanalvideo, aus dem Vorstellungsvideo, wie sie ihren Injektor aus ihrem W203 zieht. Die hat den Wagen Rettung vor dem Verwerter, meine ich, der die C-Klasse
Mit Vollausstattung, also knapp mit Vollausstattung, der damals auf dem Trailer stand. Ich glaube, das ist der Thumbnail für das Video. Ja, den hat die damals gekauft, beziehungsweise ihre Mutter hat den gekauft und zack, hatte Lea sich das Ding unter den Nagel gerissen. Ein Arbeitsweg von knapp 100 Kilometern eine Strecke gehabt. Da ist der Diesel natürlich effektiver als der Citroën, der sie vorher hatte. Ja, und hat mir ein Video geschickt. Folgendes Video und hat vermutet, dass es die Kette ist. Gott sei Dank konnte ich Entwarnung geben. So hört sich eine Steuerkette nicht an. Zumal der Wagen, wie gesagt, ich kaufe diese Fahrzeuge grundsätzlich nur mit weit über 200.000 Kilometern. Die ersten Steuerketten sind meistens fällig bei ja, knapp 200.000 Kilometern. Ergo, wenn Sie weit über 200.000 Kilometern runter haben, sind die garantiert gewechselt oder der Motor ist tot. Ne? Deswegen lieber über 200.000 Kilometern. Eine Lebenszeitbegrenzung hat der CDI-Motor eigentlich nicht. Wenn der vernünftig gewartet und behandelt wird, 700.000, 800.000 Kilometer, kein Thema. Ihr könnt euch die Taxis angucken, die bei eBay Kleinanzeigen drinstehen. Ja. Ja, mit 700.000, 800.000 Kilometern. Und die sind nicht lange online, die sind schnell weg. Ja. Auch da geht es noch weiter. Das ist nicht das Ende dieses Motors. So. Das, was wir da gerade gehört haben, war definitiv irgendetwas im Riementrieb. Wie sich herausgestellt hat, war es die Wasserpumpe. Hier ein Bild dazu. So, wie man an den Fressspuren sehen kann, war das Lager komplett kollabiert. Wasserpumpe ist ein Verschleißteil. Müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Ja. Normalerweise kann mich Lea immer fragen, ne, wegen einer Reparatur. Ist auch kein Thema, wenn sie bei ihrer Mutter ist. Die lebt allerdings mittlerweile ziemlich weit weg. Ja, hat jetzt endlich eine Werkstatt gefunden. Hatte mich gefragt, ob der Preis in Ordnung ist. 170 Euro für eine neue Wasserpumpe und neues Kühlmittel. Habe ich nichts einzuwenden. Ernsthaft nicht. Nein. Neues Kühlmittel drauf, neue Wasserpumpe drin, Einbau. Sage ich gar nichts zu. 170 ist in Ordnung. So, der Mann fährt, der die Werkstatt betreibt, fährt selber Mercedes und ist mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Der zockt seine Kunden nicht ab, macht gute Arbeit. Ne? Da ist eine neue Wasserpumpe drin. Kühlmittel war fällig. Das sind jetzt ein paar Jahre drin. Ich hatte das damals gewechselt. Nö. Bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. 170, perfekt. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, hallo. Irgendjemand war so freundlich an dieser nackten Dame Blumen geschenkt. Tja, das ist freundlich, sehr nett. Ach so. Wir haben uns mal so einen Tag Kur gegönnt. Mein Rücken hing jetzt wirklich auf 7:30. Danke für eure Tipps, die ihr mir gebt, aber mehr als eine Operation wird da nicht mehr helfen. Da ist nichts mehr übrig. Ja, und das ist der Kurpark hier. Bad Bevensen kann man sich mal aufschreiben und merken, wenn man hier oben in der Gegend ist. Schöne, schöne Saunalandschaft und Heilbad. Ja, schick. So, jetzt haben wir die Abkühlung, die wir haben wollten. Wir kommen gerade aus Bad Bevensen. Jetzt stehen wir an der Fähre und die steht da hinten und hat irgendwie keine Ambition, hier rüber zu kommen. Das ist übrigens Blekede. Das heißt eine Insel. Da wohnen Leute. Die da. Sonst wohnt da niemand. Tja. Die Fähre sich jetzt noch bewegt. Ah, sie bewegt sich, Gott sei Dank. Ja, ohne Fähre sind wir hier echt am Arsch. Ja, das nennt man hier Hafen.
Ne? Das hier nennt man Gegend. Und da kommt die Fähre. Ja. Ich denke mal, ich werde das Video gleich fertig machen. Heute wird nicht mehr passieren, nicht mehr viel passieren. Wie gesagt, mein Rücken war auf 7:30, deswegen mussten wir mal ins Bad, in die Sauna und so weiter. Ja. Bevor mein Handy jetzt gleich komplett absäuft, da kommt die Fähre, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Beziehungsweise ein schönes Wochenende. Wir sehen uns Sonntag wieder. Impressionen von der Elbe. Bis Sonntag.